Servus und herzlich willkommen bei Thunderstrike! Genau, richtig. Wir haben uns nochmal auf den Weg gemacht für euch, weil uns viele angeschrieben haben. Eigentlich hatten wir hier einen Cut gemacht. Wir haben gesagt, so, das ist der letzte Film. Die Bundeswehr holt sich das wieder und jetzt, ja, ist einfach Feierabend hier, ne? Aber ihr habt uns angeschrieben und habt gesagt, ach, uns würde doch noch interessieren, was so weggeht, wo man noch raufkommt. Und ich kann es auch nicht mehr abzählen, dass wie viel Mal jetzt hier sind. 11., 12., 13., wir wollten keine einen Cut Ahnung. Machen. Wir wollten, die sind schuld. Ja. Die haben uns angeschrieben. Und Leute, das Genialste war jetzt gerade, wir kommen auf den Weg hinein. Also wir sind noch nicht ganz im Wald. Kommen zwei Fahrradfahrer entgegen, fahre extra etwas langsamer. Hab das Fenster halb offen, dann sagt er so richtig so, der wurde richtig rot im Gesicht. Der hat richtig geschrien. Hier kommst du nicht durch! Hallo, junger Mann, falls du das siehst. Also ich muss jetzt aber ehrlich sagen. Wir kennen das hier. Ich habe aber auch noch kein Schild gesehen oder so, aber hier parken, eigentlich ist das immer bis hierhin, bis zu diesem Eingang. Das ist öffentlich. Fahren so viele Leute hierher. Also es fängt schon mal gut an, dass die Leute uns anschreien. Es ist ein Besuchermagnet. Ja, aber es hat sich vieles hier geändert und das wollen wir jetzt herausfinden für euch. Wir sind also quasi nochmal hier beim alten Bundesgeländer für euch und wollen gucken, wie weit kommen wir rauf, was können wir noch erleben. Können wir noch alles sehen, so wie früher? Das ist hier die Frage. Seid gespannt. Also ich weiß nicht, wie lange das her ist vom letzten Video, wo eigentlich es schon da hieß, dass die Bundeswehr das wieder einholt und dass hier, dass sie schon am Üben sind. Es gibt auch einen Bericht in der Zeitung, dass die Einwohner sich beschweren über diesen Lärm, wenn sie hier trainieren. Also Leute, das Tor ist offen. Nur sperrangelweit offen. Nur, es ist sehr offen. Es ist aber auch kein Schild davor, dass man sagt, okay, vielleicht Bundeswehr, dass da irgendwie ein Schild vor ist und so. Außerdem haben wir eben Radfahrer gesehen, ne? Die haben wir auch schon gesehen, also auf... Es ist hier noch nichts los. Weißt du, was ich jetzt möchte? Wir waren in dieses Haus, was umgebubbelt ist. Da gehen wir als erstes, würde ich sagen. Ich bin mir gerade wundert. Na? Die Autospuren hier. Ja. Also der Dreck, der ist ziemlich an die Seite geschoben. Wenn das... Wir müssen Autos gewesen sein. Ja, aber die Bundeswehr fährt aber auch hier längs, oder? Ja, die haben ja auch ein bisschen das hier... Die ist ja nicht so, dass sie das hier wuchern lassen und sagen, hier kann jeder machen, was er will. Das ist ja nicht so, ne? Es gibt ja wirklich Leute, die gucken sich das hier noch an. Das, so ist es ja nicht. Bloß mich wundert das, wir sind jetzt in der Woche hergefahren. Das heißt, wir sind jetzt mal offiziell nicht am Wochenende hier, weil ich gesagt habe, wenn, dann müssen wir in der Woche hierher, um wirklich zu gucken, ob die Bundeswehr hier aktiv ist. Weil eigentlich hieß es, das Tor soll wieder zugemacht werden. Und dieses hier nimmt die Bundeswehr wieder ein. So, und wir haben euch letztes Mal ein Haus gezeigt, das wurde schon umgemuddelt von der Bundeswehr. Also man hat gesehen, dass sie was getan hat. Zum Trainieren. Ne? Ja, genau, man hat es gesehen. Aber anscheinend... Aber es stehen ja noch nicht mal Schilder hier irgendwie, dann und dann Trainingseinheiten hier so sind, oder? Nee, gar nichts. Gar nichts. So wie damals in unserem, eins der ersten Videos. Über die verlassene Stadt hatten, hinten war noch das Übungsgelände, da war ja auch ein Schild gewesen. Da waren so, ja auch Sperren. Wir gucken jetzt. Wir lassen uns überraschen, wir gucken jetzt einfach, was wir sehen. Das ist das Haus, wo wir drin waren. Boah, es ist immer noch kalt. Es ist richtig kalt hier. Ja, gut. Eigentlich hat die Bundeswehr sich das aufgebaut gehabt. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, ihr Lieben. Vielleicht auch richtig, dass ihr gesagt habt, fahrt noch mal hin. Was ist hier passiert? Kann ich dir gleich vielleicht erzählen. Hier wurde wieder vandaliert.
Zur Keller kommst da, da, das stand hier auch vorher mal. Da haben wir, wollten wir vorher reingucken. Ja, haben viele ja, da ist nichts drin. Das haben sie wohl einfach nur. Jetzt ist es mittlerweile offen. Letztes Mal waren wir neugierig, was da drin ist, aber da ist nichts drin. Auf jeden Fall glaube ich, so sieht es, so wie es aussieht, haben hier wirklich Leute Randale gemacht. Ich glaube nicht, dass wenn die Bundeswehr so trainiert und sich das aufbaut, dass das so aussieht, ihr Leben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, da. Oder meinst du, die trinken Energy? Ja, das weiß man nicht. Um sich fit zu halten? Hm. Vielleicht trinken sie ja. Weiß ich nicht. Ne, ich glaube auch. Hier wurde richtig wieder randaliert. Oh, es ist so armselig. Das ist echt krass. Da muss man vorstellen, hat die Bundeswehr die ganze Räume hier sauber gemacht und alles. Ich bin jetzt gerade ein bisschen schockiert. Jetzt ist die Frage, jetzt ist wirklich die Frage, ihr Lieben, ist die Bundeswehr, wollte die hierher kommen? Und dann haben Leute hier Randale gemacht und so, dass die Bundeswehr selber jetzt gesagt hat, so jetzt ist Schluss mit lustig. Wir trainieren hier doch nicht. Oha. Das war zu. Oha. Das war hier alles mit Stöckern. Das war hier mal offen. Ja, aber es war mit Stöckern war es mal zu gewesen hier, der ganze Abgang. Ja, hier war eine Sperrung, aber man konnte runter im Keller gehen. Ja, jetzt haben sie alles da reingebracht. Was ist hier passiert, ihr Lieben? Also jetzt nochmal ein Dankeschön für die Leute, die uns angeschrieben haben, gesagt haben, fahrt nochmal hin, wir wollen das wirklich sehen. Wir wissen nicht, was hier passiert ist. Der letzte Bericht war einfach, dass die Einwohner sich über den Lärm beschwert haben, weil wenn die Bundeswehr natürlich trainiert, ist es nicht gerade leise. Ja. Wir waren jetzt gerade in das erste Haus, was die Bundeswehr, wie ihr gesehen habt, wieder eigentlich hergerichtet hat. Und es sieht aus wie, ja, wie eine Bombe eingeschlagen, auf Deutsch gesagt. Also keine Ahnung, wir wissen nicht, was hier los ist. War das Tor wirklich zu? War die Bundeswehr hier und ist nicht gegen angekommen, und dass die wieder weg sind? Ich stehe so langsam vermuten, dass die Gemeinde mit der Bevölkerung wahrscheinlich mit dem Recht durchgekommen sind und die Bundeswehr hier wieder verjagt haben, wegen dem ganzen Lärm und so weiter. Also irgendwas ist hier auf jeden Fall, ja, kann man sagen, los. Also hier war was los. Ich weiß es nur nicht. Das ist, Nils hat heute Schuhprobleme. Ja, ich wollte mich nicht auf Pinsel legen. Das ist aber Wahnsinn. Also ist auf jeden Fall sehr interessant, dass wir doch noch hier jetzt rauf können. Hätten wir nicht mit gerechnet. Wir haben echt gedacht, wir fahren jetzt hierher, wir zeigen euch das, dass das Tor zu ist, dass wir vielleicht ein Bundeswehrschild ist und dass es hier heißt einfach Cut, Feierabend. Ne? Aber irgendwas muss hier vorgefallen sein. Und der letzte Bericht war ja wirklich das, was du da gerade erzählt hast. Da, ne? Halbes Jahr ungefähr. Ja. Und ich schätze mal, dass sie einfach wirklich gesagt haben, nö. Ist nicht. Die Bundeswehr darf hier nicht bleiben. Es ist zu laut, es ist dies, es ist das. Oder die Bundeswehr selber hat gesagt, es ist zu viel kaputt hier, wir müssen das alles wieder aufbauen. Weil die ganzen Sachen, die da damals drin waren, diese NATO... alles war normal gestapelt. Nein, die sind alle weg jetzt. Die sind da nicht mehr. Die Paletten sind auch leer. Ja, da ist nichts mehr. Nur noch die Sandsäcke. So, wir sind gespannt, wir gehen jetzt zu dem Turm hin. Eigentlich unser Lieblingsort gewesen, ne? Das ist eigentlich unser Lieblingsort und von daher freue ich mich jetzt irgendwie wieder hier zu sein. Weil wir sind hier eigentlich gerne. Man merkt es auch, es wiederholt sich immer im Film. Von daher gucken wir jetzt einfach mal, was da los ist. So, hier war letztes Mal alles aufgeräumt. Ich bin gespannt, ob das immer noch so ist. Oh, doch. Doch. Na. Also es wird immer noch ein bisschen Vandalismus immer noch betrieben. Die finden immer was. Das ist ganz komisch. Aber ansonsten...
Ist es hier eigentlich sauber geblieben? Aber es ist nicht weitergegangen. Warum hat die Bundeswehr nicht weitergemacht? Die haben hier so aufgeräumt. Alter! Was hast du denn? Also da, du warst das. Hier ist ein kleiner Vogel drin. Oh, noch einer reingekommen jetzt. Durch den Schall. Da oben in der Ecke ist ein Vogelnest. Der kam gerade hier rausgeflogen und ganz knapp vor meine. Ich denke, was schreit er denn da? Ja, auf jeden Fall sieht man, die haben nicht. Wow! Ja, siehst du, was schreit er denn so? Eieieiei. Jetzt weiß ich es. Holla, die Waldfee. Ja. Also in diesem Raum, wo wir jetzt sind, da haben sie weitergemacht gehabt. Aber der Raum daneben, da wo der Turm auch ist, scheint irgendwie nicht weitergegangen zu sein. Hm. Weil wenn ihr drüben seht, also wir konnten das dran erkennen, weil die ganzen Scheiben sind rausgenommen worden. Und da drüben sind sie teilweise noch drin. Wie viele Vögel hier kommen, ne? Wahnsinn. So, hier auf dem Boden, da konnte man damals auch sehen, da haben sie das alles mit so kleinen Steine, ja, so Stolperfallen und so beseitigt. Hier hatten sie draußen alles aufgeräumt gehabt, da sieht man das noch. Da sind die Steine auch noch. Ja, aber hier wurde nicht weitergemacht. Also wie ihr hier sehen könnt. Der bekannte Weg. Ja. Zum Turm. Genau. Aber hier haben sie nicht weitergemacht. Ja, und da ging es dann rein zum Turm halt hin, ne? Ja. Da sind wir damals dann durchgekrabbelt. Ja, der noch einzige Zugang. Aber hier hat sich nichts verändert, ihr Lieben. Gar nichts. Überhaupt nicht. Weiß ich, was ich jetzt sagen soll. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Frag mich nicht. Kommt die Bundeswehr wohl doch nicht hierher. Haben die Anwohner wohl bestens geschafft? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Du weißt es nicht. Wenn die Bundeswehr sich durchsetzt, dann... Eigentlich ja. Eine Bundeswehr hat eigentlich viel Macht. Das hier ist auch neu auf jeden Fall. Man muss immer die alten Videos angucken, dann sieht man, was neu ist und was nicht. Stimmt, hier war Panzerglas drin. Das war nie kaputt vorher. Stimmt. Das haben sie rausgerissen. Guck mal, das konnte man bestimmt damals drehen, ey. Jetzt können wir das erste Mal da reingucken. Ja. Was ist hier los? Das Einzige, wo wir noch gucken könnten, ja, da ist es auch noch da. Ja, da braucht man lange, bis das kaputt geht, wirklich lange. Das ist schon Wahnsinn. Aber wie ihr seht, total verlassen. Nicht ein einziger Soldat hüpft hier gerade rum. Jetzt mal gleich mal da hinten rüber gehen, gucken, was aus diesem... Ja, genau, da gehen wir jetzt auch hin. Die haben sie auch sauber gemacht. Genau, diese einzelnen Bunker, sag ich jetzt mal ja, dazu, die hatten sie auch sauber gemacht. Also darum gehen dann. Die einzelnen Bunker hatten sie sauber gemacht und ja, da haben wir auch gesagt, da merkt man, dass die Bundeswehr wiederkommt. Deswegen sind wir da nochmal neugierig und werden da auch jetzt nochmal mit euch zusammen hingehen, weil dieses hier kennt ihr schon in- und auswendig, glaube ich, von unseren ganzen Filmen. Aber ich muss es nochmal zeigen. Nein, nicht den Nils, den Turm. Es ist herrlich, oder? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn auch. Ich war drauf. Ich war drin, meine ich. Drin, drauf. So, wir gucken weiter für euch. Oh, Spannung steigt. Ich habe schon zu Nils eben gesagt, pass mal auf, nachher ist der Eingang da hinten einfach zu. Weil es gibt ja halt noch ein Tor. Ich habe gesagt, oder die haben das Tor zugemacht und die sind da hinten halt in der Gänge. Tatsache. Leute, wir haben es gefunden. Ab hier fängt die Bundeswehr an. Das Tor haben sie zugemacht. Oh, da hängt auch ein Nigel. Und da, ja, wollte ich gerade sagen, und da oben hängt auch ein Schild. Ja.
müsste aber jetzt komplett hier den Zaun durchgezogen sein. Also ist die Bundeswehr doch auf dieses Gelände. Ey, der macht doch da hinten nicht Randale. Seid ihr verrückt, ey? Ja, das haben sie zugemacht. Bis hierhin sind sie wohl schon. Hier hinten war immer so ein kleines Häuschen. Ja, das ist auch noch da. Oh, ist schon ziemlich auseinandergefallen. Das Wachhäuschen haben sie auch zugemacht. Ja. Dieses Gelände haben sie eingeholt. Das Betriebsgelände ist strengstens verboten. Ja. HGP. Hier sind sie in der Gänge. Hier haben sie zwei noch neu angesetzt. Also was heißt neu? Oder die sind noch nicht so weit. Weißt du, was ich meine? Dass sie sich... höchstens nur hier... Dass sie etappenweise... dran entlang gehen. Oha. Sieht man aber an der Kette auf. Ja, die haben das auch wieder zugemauert da. Ja, seht ihr die das? Haben sie auch als... Ja. Die ist so auch unten neu lackiert. Ja. Die ist wieder ganz neu gemacht worden. Ja, also die Bundeswehr ist doch hier, aber auf diesem Bereich. Okay. Ich bin nur ganz stark verwundert. Hm? Das Schloss ist in. Ja. Es gibt aber da hinten ja noch einen Eingang. Die können von hier, wenn du hier runter da hinten rumfährst, können sie ja von da hinten kommen, weißt du? Wo wir ganz am Anfang mal waren, wo es nachts war. Da gibt es ja auch noch mal ein Türchen. Was nicht, wenn die sich nicht hier so stationiert haben? Keine Ahnung. Weil meinst du, die machen sich die Arbeit, die Arme hier drum herum zu machen, die Schüssel so da rein zu fädeln oder was? Da weiß ich doch nicht. Die machen sich ja auch die Mühe, wieder das alles aufzubauen. Ich glaube, dass sie sogar hier drin sind. Kann sein. Die Bunker haben sie auch sauber gemacht. Die Bunker können sie kann auch sein, dass sie ja noch da sind. Hello? Darf ich mal rein? Ich bin kein Wachmann. Nee. Wer weiß, vielleicht beobachtet der uns schon. Wir knallen am Ansatz. Ja. Wir sind zufrieden. Einen Schritt weiter. Ganz ruhig, wir machen nichts. So, wir haben uns ein bisschen umgeguckt für euch. Ja, wir sind die Gefahr voll eingegangen. Also, nur dieses Gelände da hinten ist bis jetzt, ich sage bis jetzt, weil wir nicht hundertprozentig wissen, abgesperrt. Man weiß nicht, ob sie das hier hinten nochmal einnehmen oder so, das weiß man nicht. Auf jeden Fall kann man trotzdem noch hier rauf. Bis auf da hinten. Kann sich trotzdem noch, ich sag jetzt mal, diese Bunker angucken. Man kann sich den Turm noch angucken. Also von daher, es ist hier nicht ganz zu. Was mich nur gerade wundert, was ich auch gerade zu Nils gesagt habe, es ist hier verdammt ruhig. Mhm. Dafür, dass die Einwohner sich beschweren, dass es so laut ist, wenn die da trainieren und sonst was. Vielleicht gibt es auch nur bestimmte Uhrzeiten, wenn sie da loslegen. Ich weiß es nicht, aber... Vor allem komischerweise, wie man eben schon gerade sehen konnte, dass er herumrandaliert wurde schon wieder, da hinten an dem einen. Ja, da hinten, vielleicht haben sie es ja doch nicht eingeholt, dahin, dass sie nur diesen Bereich bekommen haben. Sind neue Graffitis entstanden? Ich weiß es nicht. Das ist alles koscher hier. Das ist richtig koscher. Es ist jetzt hier so, auf jeden Fall ist dieses Gelände wieder teils erlaubt, teils nicht erlaubt. Das ist schon mal wieder Fakt. Ja, wir wissen nicht, was hier genau passiert. Wir wissen nur, dass die Bundeswehr wohl hier in der Gänge ist, ja. Obwohl mich jetzt wundert, in der Woche ziemlich ruhig. Das ist das, was mich wundert. Okay, ist halt so. Das ist auf jeden Fall, was wir bis jetzt euch sagen können. Dass ihr halt immer noch auf dieses Gelände halt dürft. Es ist offiziell erlaubt. Es ist kein erlaubt. Betreten verboten, es ist kein Durchfahrt verboten. Also lasst das Auto trotzdem da vorne stehen. Man kann hier eigentlich wunderschön, sag mal jetzt in Norddorf wandern. Mhm. Weil es ist ein schöner, ja, befestigter Weg. Fahrrad ist okay. Ja. Aber lasst das Auto bitte da vorne stehen. Ja, besser ist. Auf jeden Fall könnt ihr euch immer noch hier alles angucken. Es ist nicht verboten, das ist schon mal die halbe Miete. Ja, noch. Ihr solltet das aber trotzdem mit Respekt behandeln, sage ich immer wieder. Es gibt ja so tolle Leute, die immer noch wieder neue Graffiti machen und Randale. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange das hier noch so ist. Ne? Ob die jetzt wirklich die anderen auch noch wieder... Das wissen wir nicht. Wir können euch nur erzählen, was wir jetzt beobachtet haben, was jetzt Fakt ist. So, die große Halle kennt ihr auch. Tja, die war so vollgemüllt. Wollte ich gerade sagen. Ja, da waren Reifen, glaube ich, drin. Da, alte Heizung hing da. Jetzt kannst du fast vom Boden essen. Ja. Also hier haben sie auch sauber gemacht. Und das ganz schön. Der Weg sogar. Guck mal an. Die werden das nach und nach wieder aufbauen. Das könnte wieder die Werkstatt werden. Ja, 100 pro. Guckt euch das mal an. Hier wie den Weg auf. Wie schön sauber die ganzen Büsche weggeschnippelt und alles. Ja, das wird alles dauern. Das wird dauern. Die schaffen das natürlich nicht mal eben so.
Aber ja, guckt euch das an, die Heizung, alles abgenommen. Das machen die nicht ohne Grund sauber, glaube ich. Nö, das wird wieder eine richtige Bundeswehr. Schritt für Schritt. Boah, merkst du diesen Unterschied von Kühle? Ja. Draußen so ein bisschen drücken und hier auf einmal so, als wenn du fast durch den Kühlschrank läufst, ey. So, jetzt hatten wir aber hier um die Ecke. Guck mal. Das ist wie eine Treppe gemacht. Wollte ich gerade sagen. Sind wir jetzt neugierig? Mal gucken, ob keiner guckt. Guck mal, Leute. Kannst du wirklich so hochstiefeln, ne? Das haben die doch mit Absicht gemacht. Komm, wir gehen jetzt hoch. Knackst du mir deinen Knochen oder was? Nein. Na, die Hütte da hinten steht auch noch. Da. Da machen sie auch schon sauber. Ihr könnt das bestimmt schlecht erkennen. Ja, die werden hier dann nachher durchwandern. Das wird nach und nach wieder fertig gemacht. Ja. Da sind sie auch am Saubermachen. Das hier ist dieses Gelände, ist alles abgesperrt. Da konnte man damals durch. Ich weiß nicht, ob man das noch kann. Wir könnten das ja mal. Wir gehen aber nicht hier runter, ist so auffällig. Wir gehen jetzt unseren alten Weg. Erstmal müssen wir hier wieder runterkommen, Leute. Ich wollte gerade vorgehen, aber jetzt. Alles gut, ich mach das hier schon. Ja, ja. Hops. Kenn dich. Was sind hier für große Menschen? Hopp. Ja, Soldaten sind generell so groß. Also gehe ich nicht zur Bundeswehr. Also wir sind damals dann hier rumgegangen. Hier haben sie nämlich noch nicht wieder. Seht ihr das, den Unterschied? Das ist Wahnsinn. So, und wir sind damals nämlich diesen Zwischenweg gegangen. Ja, du bist deine kurzen Hosen jetzt. Ne, der ist nicht so schlimm. Hier ist dieses komische Schild, das sieht auch immer schlimmer aus. Das haben sie aber hier Büsche gemacht. Wir sind jetzt richtig neugierige Menschen, ne? Wir sind richtig bescheuert gerade. Jetzt gucken wir, ob der Zaun noch aktuell noch offen ist. Wir gehen für euch jetzt extra hier durch, ey. Spinngewebe. Nein. Der Zaun ist zu, Leute. Dieses Gebiet haben sie sich erstmal geschnappt. Hier waren wir nämlich damals im Dunkeln einmal. Ja. Und hier sind wir dann, wo wir beim zweiten Mal wussten, dass man hier durchgehen kann, sind wir hier durchgegangen. Aber auch hier muss man sagen, Leute. Oh Jungs, es geht doch nicht. Alter Schwede, sogar den neuen Zaun habt ihr ein Loch reingemacht. Ihr seid ja mutig, ey. Ganz ehrlich, Leute. Ich kann euch gerne sogar, das kann man, weil das hier öffentlich ist, ich gebe euch gerne sogar die Adresse, wo ihr rein könnt. Aber warum muss das wieder sein? Klar, das erste Mal sind wir auch hier vor einem Zaun gestanden, im Dunkeln, nachts. Es war aber offen alles. Ja, das war offen, wir haben es noch nicht mal gesehen. Klar, ist das jetzt auch offen, aber man sieht, dass es neu ist. Und da wir wissen, dass die Bundeswehr da ist, seid ihr sehr mutig. Ja. Ihr wisst, dass die da trainieren und nicht gerade mit Plastikkugeln rumschießen. Da hinten ist ein Schild, das gilt hier für das komplette Gebiet. Ja, aber sie sind neugierig gewesen. Aber das Problem ist, wie gesagt, sie schießen nicht mit Plastikkugeln. Nee, und die, ne, sind nicht zimperlich. Nee. Also, Pose Mahlzeit. Das ist nicht gewagt. Ja. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn manche auf Lost Place gehen, wo ihr wisst, dass da nichts drauf ist. Aber wenn ihr wisst, dass da die Bundeswehr ist, Respekt. Bin ich jetzt bescheuert oder ist der Rasen gemäht? Der ist gemäht. Der ist gemäht, ne? So, jetzt sind wir hier noch neugierig. So, weil hier darf man jetzt offiziell noch rauf. Und da könnt ihr auch sehen, da ist das Tor auch offen. Und hier sind auch keine Schilder oder so. Jetzt gucken wir in das Haus noch extra für euch rein. Um zu gucken, ob das sauber gemacht wird. Oder ist sauber, so wie auch immer. Gut Deutsch, herzlich willkommen. Sieht mir fast danach aus. Ob sie das auch wieder. Ich schätze mal, irgendwann wird dieses Tor auch zu sein, könnt ihr mir sagen. Meines Erachtens lag hier vorne vor eigentlich auch. Oh, habe ich mich erschrocken. Hallo! So, hier seht ihr jetzt auch noch mal ein altes Gebäude. Wo die Tür auch schon so demoliert ist und so. Jetzt luschern wir rüber. Obwohl, ich muss ja schon sagen, nee, guck mal, hier ist was. Bundeswehrsäcke, es geht schon los. Ja, aber Alter, liegen da auch. Nein, das ist neu. Nein, das ist alt. Das ist neu.
Das ist neu. Aber sauber macht es trotzdem, glaube ich, da drin. Weil hier lag deutlich mehr und die Tür ließ sich, glaube ich, gar nicht bewegen. Doch, die ließ sich bewegen, die war damals schon kaputt. Oh Mist. Da, die waren nicht da, die sind neu. Ich muss mal in die Ecke. Ich wollte gerade sagen, pisch jetzt nicht die Mauer an. Ich gehe mit den Leuten rein, ne? Wir gehen rein, oder? Was meint ihr? Jetzt wird's gruselig. Es hat gerade Bumm gemacht. Bumm. Es ist leicht gruselig hier. So, wir gehen mal kurz rein, gucken, wie es hier drin aussieht. Ne, hier haben die auch noch nicht so viel gemacht. Ne, hier liegt noch einiges rum, aber auch schon sauberer wie sonst. Ich bin der Meinung, das sah schon mal schlimmer aus. Doch, die sind hier am Saubermachen. Das könnt ihr an die wie nennt sich das? Jetzt komme ich auf den... wie nennt sich das denn jetzt? Ich komme nicht auf den Satz. Egal. Also es ist auf jeden Fall auch schon sauberer hier. Es ist ja irgendwo gut, dass ein Lost Place weiter genutzt wird, aber auf der anderen Seite irgendwie schade, weil das war das einzige Bundeswehrgelände, was bei uns halt erlaubt ist, wo man auch einfach gerne hingegangen ist. Wer weiß, ob wir das Ganze nochmal so wieder zu Gesicht bekommen, ne? Wir haben keine Soldaten gefunden. Nee. Keine Ahnung, ob die Mittagsschlaf machen. Kein Plan, vielleicht sind sie auch heute gar nicht da. Wir wissen ja nicht, wie weit sie jetzt da hinten sind. Keine Ahnung, wir gehen da ja auch nicht drauf. Hier vorne ist halt noch, dass man drauf gehen kann. Auf jeden Fall sind wir für euch jetzt extra hierher gefahren. Wir wollten auch noch mal gucken, weil wir doch irgendwie neugierig waren. Ja. Und haben gesagt, okay, wenn die Leute sagen, fahrt doch nochmal hin, wir wollen gucken, ob die Bundeswehr wirklich wieder da ist, haben wir gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Was kann uns passieren? Entweder ist das Tor zu oder nicht, ne? Und es war noch offen. Also man kann die Lost Place Häuser noch angucken. Außer so. Die Bunker. Also zumindest die Außenbunker. Ja, ja, die großen. Aber die Gebäude sind hier noch alle. Kann man überall noch hingehen. So, Leute, ich will weg hier. Mir ist so heiß. Es wird richtig warm mittlerweile. Es wird richtig heiß. Oh, habe ich die Kamera jetzt richtig gefilmt? Ich kriege ja schon gar nichts mehr mit. Also andere liegen am Strand oder was weiß ich, Hauptsache Wasser und bewegen sich nicht und wir laufen hier über. Für euch muss man ja sagen, für euch laufen wir extra hier bei fast, ich weiß gar nicht, 30 Grad laufen wir hier. Ich hatte so sehen, ganz gesagt, hier hätten wir auch mit dem Auto hier rein hier durchfahren können. Ja, aber das sehen sie nicht gerne. Ja, sowas machen wir ja nicht. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, wenn ihr hier hin, dann mit dem Fahrrad. Ja. Oder zu Fuß. So. Lohnt sich allemal. Ja, noch. Solange es noch offen ist, ne? So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis Danny. Tschüss. Ich habe mich verabschiedet. Ja, ist so heiß. Ich habe jetzt keine Lust, die Kamera auszumachen. Bin ich gerade viel zu verfasst, meine Kamera nicht an. Weißt du, er lässt mich heute die ganze Arbeit machen. Ja, ist macht klar. Hier gar nichts, weißt du, hat seine Kamera nicht dabei, nix. Ich bin hier schon so am Schwitzen für unsere Zuschauer. Die faule Sau hier macht gar nichts. Ja, muss ja auch mal gesagt werden. Dank mir seht ihr so viel. Er würde gar nichts filmen, er würde so laufen. Und wer fährt? Der Heilige Geist. Ja toll, nur weil du fährst oder was, brauchst nichts machen. Gut, wir ändern das jetzt um. Wir kriegen jetzt einen neuen Kanalnamen und Nils ist nur noch der Fahrer. Habt ihr alle gehört, ne? So, wir hauen jetzt ab. Das fällt mir hier zu. Ich war heute faul, ja. Dafür aber auf dem anderen nicht. Allein schon der Satz heute, das ist geil. Heute. Das ist wieder geil, weißt du? Mensch, 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 Mensch. Oha, Leute. Nils sagt gerade auch Spaß. Pass auf, gleich ist das Tor hier zu. Jetzt ist das Tor wirklich hier zu. Ja, nur halb zumindest. Du kannst nur zu Fuß hier durchgehen. Ich gehe jetzt hier schnell wieder raus. Naja, werden wir hier noch eingesperrt. Was ist hier los? Ich glaube, kann es vielleicht sein, dass der Mann vielleicht zurückgekommen ist in das Tor, einfach mal hier so zugeschoben hat? Ich weiß es nicht. Oder die Bundeswehr fängt gleich an, hier zu trainieren. Dass sie jetzt ihren Rundgang macht. Dass es nur bestimmte Uhrzeiten gibt. Hier sind Schleifspuren auf dem Boden.
Ja, vielleicht kommt die Bundeswehr gleich. Ich bleibe jetzt hier so lange stellen, bis ich hier einen Soldaten sehe, Leute. Nee, das ist verdächtig jetzt. Und das Tor war eigentlich da angelehnt. Das ist Wahnsinn. Hier ist irgendwas koscher. Hier ist nämlich auch so ein Beutel. Seht ihr das? Von der Bundeswehr auch so ein Beutel. Ich schätze mal, die haben bestimmte Uhrzeiten, glaube ich. Dass sie gleich das Trainieren anfangen. Ja, dann sollen wir auch mal ein Schildchen hinmachen. Ich schätze mal, die machen das gleich zu, umwickeln das und dann ist hier Feierabend. Aber ich meine, die Schleifspuren, die wären nicht hier gewesen eben gerade. Weiß ich jetzt nicht. Und wenn der König zum Haus darüber. Leute, also ich nehme alles zurück, ihr geht hier einfach am besten gar nicht mehr hin. Nachher seid ihr noch hier eingesperrt. Ja, aber stellt man noch ein Schild hier hin. Ja, irgendwie ist das schon komisch. Wenigstens Öffnungszeiten oder sowas. Hau ab, du böses Viech! Ja, hab ich auch nicht ganz. Nee, die bleibt auch nicht lieb bei dir. Die lässt sich nicht wegwedeln. So ein Sektenkram ist anhänglich. Wir hauen hier ab. Besser ist es.